A2.4. Unter den Dreiecken ANBNC hat das Dreieck A0B0C0 den maximalen Flächeninhalt. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks A0B0C0 und geben Sie den zugehörigen Wert für x an. Dafür schauen wir uns jetzt erst nochmal die Skizze an oder die Zeichnung an. Also, wir brauchen den maximalen Flächeninhalt. Und um sowas berechnen zu können, brauchen wir natürlich erstmal die Flächenformel von diesem Dreieck. Es gibt momentan drei Möglichkeiten, einen Flächeninhalt eines Dreiecks zu berechnen, vielleicht auch noch ein paar mehr, aber die eigentlichen drei sind wie folgt. Einmal die Determinante, würde ich jetzt hier nicht empfehlen, weil wir zuerst die beiden Vektoren bräuchten. ANBN kennen wir zwar schon und AC lässt sich auch berechnen, aber es wäre eine Mordsrechenarbeit. Das heißt, die würde ich jetzt erstmal ausklammern. Dann wird es noch 1/2 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel geben. Die fällt auch aus, weil wir wissen eigentlich nichts über den Winkel. Bleibt noch eine übrig, eigentlich die Standardformel. A ist gleich 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Als Grundseite würde ich immer erst die Seiten suchen, die parallel zu einer Achse liegen. Ja, hier sehen wir sofort, ANCN liegt parallel zur Y-Achse, also wählen wir auch das unbedingt als Grundseite. Dann brauchen wir allerdings noch die Höhe dazu. Von der Höhe wissen wir, die liegt immer senkrecht zur Grundseite und geht durch den gegenüberliegenden Eckpunkt durch. Wenn ich sie jetzt mal rein skizziere, sieht sie hier so aus. Das ist die Höhe. Nenne ich es mal Höhe H des Dreiecks. Hier noch einen Höhenfußpunkt, nenne ich den mal H. So, jetzt müssen wir herausfinden, wie lang ist diese Höhe. Ist aber ganz einfach. Weil wir wissen ja durch diesen Pfeil hier unten, ANBN, es geht 5 nach rechts und 3 nach oben. Das heißt, 5 nach rechts, das ist genau die Strecke, die hier im Vektor bzw. im Pfeil angegeben ist. Damit weiß ich sofort, die Höhe ist H, ist 5 Längeneinheiten lang. Und damit habe ich alles, was ich für die Flächenformel brauche. Setz mal ein. Also, Fläche des Dreiecks ist gleich 0,5 mal Grundseite mal Höhe ist gleich 0,5 mal, als Grundseite wähle ich die Strecke ANCN. Macht ja auch Sinn, die haben ja hier oben ausgerechnet eine Aufgabe drüber, deswegen wird hier einfach wieder benutzt und steht ein Teilergebnis drin. Und die Höhe brauchen wir noch, da habe ich jetzt die BNHN genommen. Ja, den Punkt H habe ich jetzt hinzugefügt, darf ich jederzeit machen, einen Punkt hinzufügen, das ist mein Höhenfußpunkt. So, setz mal ein. 0,5 mal. Der ANCN steht hier oben. Kann ich einfach abschreiben. Ja, aus der vorherigen Aufgabe steht auch oben in der Lösung der Aufgabe drin. Ganz, ganz oben da. Minus 1/2 mal x² plus 11 Drittel x minus 1. Falls man die funktionale Abhängigkeit hier nicht hinbekommen hat, kann man den sehr schön übernehmen. So, minus 1/2 x² plus 11 Drittel x. Minus 1 und die Höhe, hat man gesagt, ist 5 durch den angegebenen Pfeil. So, das gilt zu vereinfachen. Als erster Schritt würde ich jetzt die 0,5 und die 5 ausrechnen, damit ich keine Klammerfehler bekomme. Also 2,5 mal, den Rest schreibe ich nochmal ab, mit dem habe ich noch gar nichts gemacht. Minus 1/2 x² plus 11 Drittel x minus 1. So, und jetzt ein bisschen Taschenrechnerarbeit. Ich würde persönlich jetzt die Sachen alle im Taschenrechner rechnen. 2,5 mal minus 1/2, na gut, das schaffen wir sogar noch im Kopf, sind minus 1,25. Aber jetzt 2,5 mal 11 Drittel einfach in den Taschenrechner eingeben. Plus mal Plus, also bleibt Plus. Und 2,5 mal 11 Drittel sind gerundet 9,17x. Und jetzt noch 2,5 mal minus 1 sind minus 2,5. So, das ist der Flächeninhalt des Dreiecks. Und jetzt gilt es herauszufinden, wann der maximal wird. Wenn man hier einen grafikfähigen Taschenrechner hat und den auch einsetzen darf, geht es nämlich ziemlich einfach. Ja, das ist meine Formel. Ich nehme den Taschenrechner. Y ist gleich. Dann kommt diese Auflösung und bei Y1 gebe ich jetzt hier genau meine Flächenformel ein. Ja, dieses minus 1,25x² plus 9,17x minus 2,5. So, ein bisschen Abschreibarbeit. Minus 1,25x² plus 9,17x minus 2,5.
So, das Maximum bzw. das Minimum ist nichts anderes als der Scheitelpunkt einer quadratischen Funktion. Ich kann es mal, muss eigentlich fast schon auf Graph gehen und mal schauen, wie das drin liegt. Weil mein Taschenrechner hier bzw. die Simulation, die findet nur dann etwas, wenn dieser Scheitelpunkt auch sichtbar ist. Also man sieht hier, wie das Ding ungefähr aussehen soll und sieht auch oben, das Ding ist abgeschnitten, die Parabel. Deswegen muss ich jetzt bei meinem Taschenrechner erst einmal rauszoomen. Unbedingt muss dieser Punkt sichtbar sein, der höchste Punkt. Jawohl, jetzt sehe ich ihn. Und jetzt einfach auf Second Calc. Ja, Second Function Calc. Und dann gibt es jetzt hier die Funktion Maximum bestimmen. Ja, eins zu weit. Enter. Und jetzt rechnet er es mir gemütlich aus. Dann kriege ich den Wert x gleich 3,67 und y 14,32. Also für x gleich 3,67 nimmt der Flächen hat einen Wert von 14,32 an. So, und das muss ich jetzt noch aufschreiben. Zurückwechseln. Hier ist jetzt einmal wichtig, mir hinzuschreiben, was gebe ich in den Taschenrechner ein. Ja, das ist gerade nochmal Schreibarbeit hauptsächlich. Das Rechnen übernimmt jetzt hier der Taschenrechner. Dann schreibe ich hin, was ich mit dem Taschenrechner mache, nämlich gebe es bei Calc Quatsch, Calc Maximum ein und dann kriege ich raus, x ist gleich, so jetzt muss ich nochmal die Werte, 3,67 und y sind 14,32. Man könnte jetzt dazu schreiben, t Max oder A Max ist gleich 14,32 Flächeneinheiten für x gleich 3,67. Das sollten wir es ganz genau. Ja, falls jetzt diese Calc-Max-Funktion, diese Maximum-Funktion im Taschenrechner nicht zur Verfügung steht, müssen wir es ja trotzdem auch irgendwie per Hand rechnen können. Da gibt es auch eine ganz einfache Möglichkeit. Formelsammlung darf ja hoffentlich jeder benutzen. Und in den meisten Formelsammlungen steht die Scheitelpunktformel drin. Ja, also einfach mal nachschauen, ob man sowas findet. Ich schreibe es jetzt mal hier drunter. So. In meiner finde ich zum Beispiel hier die Formel Scheitelpunkt hat die allgemeine Form minus b durch 2a und c minus b Quadrat durch 4a. Ja, das ist die allgemeine Form vom Scheitelpunkt. So, und jetzt brauche ich wiederum meine Flächenformel. Hier oben steht sie. Das vom x² ist mein a, das vom x ist mein b und das ohne x ist mein c. Und jetzt setze ich das einfach nur hier ein. Minus b waren die 9,17 geteilt durch 2 mal a, also 2 mal minus 1,25 und c halt, hier setzen wir gleich den Wert ein, minus 2,5 minus b Quadrat, also 9,17 Quadrat, geteilt durch 4 mal a, 4 mal minus 1,25. So, und das sind jetzt ganz normale Terme, die ich eigentlich so gut wie in jeden Taschenrechner eingeben kann. Und da sollte jetzt eigentlich auch nichts anderes rauskommen. Also auch hier sollte jetzt für x 3,67 rauskommen und hier dann 14,32. Und dann haben wir wieder für x gleich 3,67 den t-max gleich 14,32 Flächen erhalten. Ja, so kann man es am schnellsten ohne Taschenrechner rechnen und damit wäre die Aufgabe gelöst.